Wir sind in der Wohnung von Stefan Jelling. Das ist der Ehemann der Schwester von Frau Henning, der Angeklagten, die dir gerade gegenüber sitzt. Herr Jelling ist genau wie sein Geschäftspartner, der Jörg Decker, mit 4 Messerstichen niedergestochen worden. Anschließend wurde versucht, ihn mit einer Klarsichtfolie zu ersticken. Aber er ist noch am Leben und er kommt auch durch, sagt der Notarzt. Gibt es schon erste Ermittlungsergebnisse? Wir konzentrieren uns im Moment auf seine Ehefrau. Frau Jelling möchte aber nicht aussagen. Stattdessen hat sie uns eine Vorladung gezeigt als Zeugin für die Verhandlung, in der du auch gerade sitzt. Und sie möchte den Termin auch unbedingt wahrnehmen. Sie will auf jeden Fall aussagen. Ja gut, dann bringt sie doch am besten so schnell wie möglich hier direkt in den Gerichtssaal, ja? Wenn sich noch was Neues ergibt, ruf mich aber auch von unterwegs aus an. Alles klar. Bis später. Gut, danke. Frau Vorsitzende, es gibt schlechte Nachrichten. Der Geschäftspartner von Jörg Decker, das ist ihr Schwager, Stefan Jelling, ist lebensgefährlich verletzt worden, ist überfallen worden. Messerstiche im Rücken. Und es ist versucht worden, ihn anschließend zu ersticken mit einer Plastikfolie. Das heißt, genau dieselbe Art und Weise der Tatbegehung. Und unter erstem Tatverdacht festgenommen worden ist Tatjana Jelling. Das ist ihre Schwester. Und ich frage mich, ich weiß es noch, ich habe noch keine näheren Informationen, aber können Sie uns irgendetwas sagen? Warum passiert jetzt ein zweiter Mordversuch zumindest genauso Gott, wie an Tatjana, Jörg Decker? wie geht's ihr? Es geht ihr gut, aber Sie können sich auch gleich selbst davon überzeugen, sie wird dann hier hinkommen. Noch Fragen an den Zeugen Thorsten Henning im Moment? Nein, keine. Danke, nein. Bleibt unverheiratet. Sie nehmen bitte hinten Platz. Lena Ewalds, mit der machen wir aber gleich wohl zunächst einmal weiter. Die Witwe von Herrn Ewald. Frau Ewalds, bitte nehmen Sie Platz. Frau Ewalds, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann aber dann schweigen bei Gericht, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, § 55. Frau Ewalds, Ihr Vorname ist Lena, Sie sind 30 Jahre alt, wohnen in Duisburg und sind mit der Angeklagten wieder verwandt und verschwägert. Nein. Mein Sohn hat keinen Vater mehr, wegen Jörg Decker. Und Frau Jelling, wenn Sie ihn umgebracht haben, dann kann ich nur sagen, Dankeschön. Es gibt niemanden, der mehr den Tod verdient hat als er. Jörg Decker war ein skrupelloser, ein herzloser Mensch. Den haben die Schicksale von anderen kein bisschen interessiert. Frau Ewald, wenn ich das aufgreifen darf, Frau Vorsitzende. Sie machen ja den Jörg Decker schon dafür verantwortlich, dass sich, tja, Ihr Mann nach seiner Entlassung das Leben genommen hat. Und dann frage ich mich natürlich, wie groß war denn Ihr Hass? Ist Ihr Hass so tief, abgrundtief, dass Sie auf brutale Weise Jörg Decker getötet haben? Selbst wenn ich es wollte, ich könnte überhaupt niemanden töten. Der Tod wäre mir für diesen Kerl viel zu schade gewesen. Ich hätte den liebend gern leiden sehen. Das können Sie mir glauben. Aber Frau Ewald, erzählen Sie doch bitte weiter. Ich meine, wir hören ja alle ganz gespannt zu. Ach ja, das wird Ihnen so in Kram passen, ja? Sehr. Dass Sie mir hier was unterstellen, nein, nur Sie dass Sie Ihre Mandantin hier rauspauken können. Frau Ewels, ganz konkret. Die Angeklagte hat gesagt, dass Sie mehrfach Ihren Partner bedroht hätten, über Monate immer heftiger, wüst beschimpft hätten. Was ist da dran? Ja, das stimmt. Und ich habe auch nicht vor, mich hier dafür zu entschuldigen. Er sollte wissen, was er uns angetan hat. Sie müssen nämlich wissen, mein Mann hat für Jörg Decker und Stefan Jelling gearbeitet. Ja. 3 Jahre lang hat er geschuftet für die beiden. Er wollte nämlich was erreichen in dieser Firma. Ja. Und was war der Dank? Sie haben ihn des Diebstahls bezichtigt. Mein Mann hat im Leben nichts gestohlen, so war ich hier sitze. Aber das haben die dann zum Vorwand genommen, um ihn loszuwerden. Sie haben ihn auf die Straße gesetzt. Aber Sie, Frau Ewalds, haben davon ja erst erfahren, nachdem Ihr Mann tot war, ne? Ja, ich hab's nicht gewusst. Da können Sie sich vorstellen, wie sehr sich Bernd geschämt haben muss. Sonst hätte er doch mit mir gesprochen. Er muss irgendwas in dieser dubiosen Firma rausgekriegt haben. Und deshalb muss er sterben. Ich fange gleich an zu heulen. Mir kommen die Herr Tränen. Decker, Ihnen kommen weder Tränen noch sonst was, sondern Ordnungsgeld, 200 Euro, Ordnungsgeld, ersatzweise 4 Tage Ordnungshaft. Es reicht jetzt. Frau Ewald, Sie selbst hatten aber überhaupt keine Ahnung davon, was der eigentliche Grund für die Entlassung Ihres Mannes war? Nein, das weiß ich nicht. Vielleicht wäre es Sache der Polizei, diesen Laden mal auf den Kopf zu stellen. Decker und Jelling, die haben meinen Mann in den Ruin getrieben. Um uns sein Kind und seine Frau vor dem Schlimmsten zu beschützen. Und da fiel ihm nur noch ein, seinen eigenen
Tod zu inszenieren. Ich weiß das aus seinem Abschiedsbrief. Und da er wusste, wenn er Selbstmord begeht, dass die Versicherung nicht zahlt, und da sollte das aussehen wie ein Unfall, wenn er die Gleise überquert, dass er die Bahn nicht sieht. Aber die Polizei, die hat natürlich von unserer ausweglosen Situation erfahren und sie haben auf Selbstmord dann erkannt. Die Versicherung hat keinen Pfennig bezahlt. Ich bin mit meinem Kind jetzt ganz alleine und ohne Geld. Und unser Haus, das wird zwangsversteigert. Ja, aber zusammengefasst, Frau Ewalds, heißt das doch eigentlich nur, dass Sie tatsächlich ein Motiv gehabt haben, Jörg Decker und Stefan Jelling zu töten. Ich habe Ihnen doch eben schon gesagt, dass ich das... Wieso Stefan Jelling? Ist Stefan Jelling auch tot? Nein, Stefan Jelling ist heute Morgen, er hat Anschlag auf ihn stattgefunden. In seiner Wohnung ist er aufgefunden worden. 4 Messerstiche in den Rücken und auch versucht, ihn zu ersticken. Selbe Art wie bei Jörg Decker. Ach, und der Einfachheit halber soll ich jetzt beide Taten begangen haben? Nein, ich kann das überhaupt gar nicht gewesen sein. Ich war nämlich heute Morgen mit meinem Sohn beim Kinderarzt. Das können zig Leute bestätigen dort. Gut. Ich meine, die beiden haben gekriegt, was sie verdienen, aber ich bin es nicht gewesen. Oder denken Sie, ich gehe das Risiko ein, dass mein Kind dann auch noch ohne Mutter dasteht? Doch, jetzt tun Sie doch nicht auch noch so scheinheilig, als könnten Sie kein Wässerchen trüben. Das Einzige, was Sie wollen, ist doch Rache an meinem Bruder und an seinem Geschäftspartner. Entschuldigung, Frau Vorsitzende. Herr Bauer. Ich wollte nur mitteilen, dass der nachgeladene Zeuge Michael Bader soeben eingetroffen ist. Ah ja. Michael ist hier. Muss das sein? Herr Bauer, vielen Dank. Und wenn übrigens, wenn die Zeugin, wenn die Jelling kommt, zusammen mit der Polizei, sagen Sie uns dann auch umgehend Bescheid. Ja? Und schicken Sie uns erstmal den Herr Bader rein. Okay. Herr Bader? Noch Fragen an Frau Ewald? Nein, keine weiteren Fragen. Können Sie uns entlassen und vereidigen, Sie können zu Ihrem Sohn nach Hause gehen, er ist ja krank, ne? Ja, wenn es geht, würde ich die Sitzung gern verfolgen, weil es interessiert mich sehr. Dann bleiben Sie da. Herr Bader, bitte schön, hier vorne wird gleich frei. Michael, es tut mir leid, ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Kein Problem, Rebecca, kein Problem. Herr Bader, ich werde Sie als Zeuge vernehmen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann aber dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Bader, Michael ist Ihr Vorname? Ja. Wie alt sind Sie? 40 Jahre. Und wo wohnen Sie? In Duisburg, ne? Ja. Was sind Sie vom Beruf? Autoverkäufer. Und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert, aber Sie sind der leibliche Vater der Kinder, beider Kinder der Angeklagten. Ja, das sind meine Kinder. Herr Bader, so, und Sie sollen sich jetzt, darum geht es zunächst einmal, im Dezember 2005 wieder mit der Angeklagten getroffen haben. Das stimmt. So, ich meine, wissen Sie, Ihre Reue, das kommt ja alles ein bisschen spät. Denn Sie haben ja direkten Kontakt mit meiner Mandantin aufgenommen. Wahrscheinlich haben Sie auch von ihr erfahren, dass sie natürlich von Jörg Decker geschlagen wird. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter. Aber trotzdem hat sie sich natürlich, und das nehme ich jetzt mal an, nicht von Decker trennen wollen. Haben Sie da den Weg vielleicht ein bisschen ebnen wollen? Haben Sie sich gedacht, naja, wir müssen erstmal den Decker aus dem Weg räumen, dann läuft das Ding schon von alleine? Was ist denn hier los? Ich komme hier als Zeuge her und jetzt wollen Sie mir einen Mord anhängen? Also meine Kinder von so einem schlachwütigen Rambo wegzuholen, das ist bestimmt ein hohes Interesse. Und auch Rebecca hat mir erzählt, dass er sie geschlagen hat. Aber da blieb mir doch nur als einziges über, auf sie einzureden. Zu sagen, Rebecca, trenn dich von dem Kerl. So lügt der Zeuge denn jetzt auch noch? Lügen alle Zeugen oder sagen Sie die Wahrheit, Frau Henning? Frau Henning, lügen die Zeugen in diesem Punkt oder Sie? Ja, was wollen Sie denn jetzt hören? Die Wahrheit oder nichts? Ja, es stimmt, Jörg hat mich geschlagen. Das mit den Fahrradunfällen und Inlinerunfällen, das war gelogen. Er hat mich oft geschlagen. Und es stimmte, ich wollte auch raus aus dieser Hölle und wollte mich auch von Jörg trennen. Aber ich hätte ihn deswegen doch niemals töten können. So, das möchte ich noch mal hören. Was ist an diesem Abend, 24. Januar, in der Wohnung passiert? Also ich kam um 5:30 nach Hause. Jörg saß vom Fernseher, hat geraucht. Und ich hatte ihm am Abend zuvor gesagt, dass er bitte die Wohnung verlassen möge. Weil ich nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr. Und er saß da, er hat das ignoriert. Mit der Begründung, er wird sich nicht von einer Frau sagen lassen, was er zu tun und zu lassen habe. Und ich piep sagen konnte, hat er mich wieder geschlagen. Und dann kam Anja aus ihrem Zimmer raus und dann hat er sie auch noch geschlagen. Sie ist dann halt hingefallen
hatte eine Wunde im Gesicht und ich habe dann zu Jörg gesagt, dass ich mit Anja zur Apotheke gehe und wenn ich wieder käme, dann möge er bitte weg sein. Und deswegen bin ich danach auch mit ihr noch im Park spazieren gegangen, weil wir halt warten wollten, bis er dann weg ist. Ja, aber da stellt sich die Frage, haben Sie vielleicht in Ihrer Abwesenheit mit Herrn Bader telefoniert? Ich meine, vielleicht hat er ja die Zeit genutzt, um sich an Jörg Decker dafür zu rechnen, was er Ihnen und Ihrer Tochter angetan hat und immer noch antut. Nein, 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 Michael hat mit der Sache überhaupt gar nichts zu tun. Entschuldigung, nochmal die Störung, Frau Stahlich. Ja. Die Kripo-Beamten sind soeben mit der Zeugin Jelling eingetroffen. Mit der Jelling? Dann hören wir die als nächste Zeugin. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, Bader im Moment. Fragen. Bleibt unvereidigt. Dann bringen Sie Frau Jelling rein, bitte, Herr Bauer. Und Sie, Herr Bader, Sie nehmen hier an der Seite Platz, falls sich noch Fragen an Sie ergeben. Unvereidigt. Frau Jelling, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Herr Staatsanwalt Römer, das würde ich hingeben. Von der Kripo-Beamten. Danke. Frau Jelling, ich werde Sie jetzt als Zeugin vernehmen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Wenn man das nicht tut, ist strafbar, Frau Jelling. Tatjana ist Ihr Vorname. Sie sind 31 Jahre alt, wohnen in Duisburg, sind vom Beruf Altenpflegerin. Das stimmt. Und als Schwester der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen aus Schweigen, ist Ihre Entscheidung. Und Schweigen kann man natürlich immer dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Jelling, Sie haben darauf bestanden, trotz allem des Anschlags auf Ihren Mann hier auszusagen, wie geplant, als Zeugin. Ich hätte Ihre Vernehmung jederzeit aufschieben können. Ich wollte aussagen. Was nützt mir die Polizei? Ich wollte hier aussagen, damit es alle hören. Ich habe auf den Anschlag, mit dem Anschlag auf Stefan nichts zu tun. Ich war das nicht. Bitte glauben Sie mir. Nach den allerersten Ermittlungsergebnissen, die mir gerade reingereicht worden sind, sind Nachbarn befragt worden und danach hat es in Ihrer Ehe durchaus des Öfteren lautstarke Streitereien gegeben. Wir führen keine Musterehe. Aber wo gibt's das schon? Frau Jelling, ganz direkt. Hat Ihr Mann Sie jemals geschlagen? Ja. Ja, er hat mich geschlagen. Derselbe Tyrann wie mein Vater. Ich wollte nie an so einen Typen geraten. So aggressiv und... Aber wenn man es nur so kennt, dann gerät man immer in dieselben Kreise und kennt es nicht anders. Aber bei all der Scheiße, die ich erlebt habe, ich liebe Stefan. Aber Frau Jelling, wer sagt uns, dass Sie nicht hinter beiden Taten stecken? Ich meine, erst haben Sie Ihrer Schwester aus der Not geholfen und haben Ihren Mann getötet. Und danach haben Sie versucht, sich Ihres eigenen Peinigers zu entledigen. Auf die gleiche qualvolle nein, Art nein, und Weise. Nein, das stimmt nicht. Glauben Sie mir doch, ich habe damit nichts zu tun. Selbst wenn ich wollte, ich könnte Stefan nichts antun. Es tut mir so leid. Ich habe Jörg dir vorgestellt und ich bin schuld an der ganzen Misere. Es tut mir so leid. Verzeih mir, wir sind beide durch die Hölle gegangen. Ich bin schuld. Frau Jelling, jedenfalls spricht in der Tat der erste Anschein dafür, dass Sie den Mordversuch an Ihrem eigenen Ehemann begangen haben. Und Sie werden jetzt auch wieder aufs Präsidium mitgenommen. Und wenn sich das erhärtet, dann werden Sie sicherlich auch die Nacht in Untersuchungshaft verbringen. Aber ich möchte die Vernehmung der Zeugin abbrechen unter diesen Umständen. Also in diesem Verfahren sowieso und auch in Ihrem eigenen Interesse. Bringen Sie sie zu diesem Beamten hier draußen. Warten. Mein Gott, hört auf! Bleibt mal hier. Mom, ich kann das verstehen, dass du es getan hast. Was? Was? Jörg hat dich gedemütigt. Jörg hat dich geschlagen. Du hattest keine andere Wahl gehabt. Aber ich will nicht, dass du ins Gefängnis gehst. Dass ihr beide ins Gefängnis geht. Verstehst du das? Aber ich im Moment nicht so ganz. Herr Henning, heißt es jetzt, glauben Sie plötzlich doch, dass Ihre Mutter Herrn Decker getötet hat? Warum so plötzlich? Meine Mutter war verzweifelt gewesen. Sie hatte eigentlich keine andere Wahl gehabt. Thorsten, bist du verrückt? Sag es doch. Ja, stimmt. Die Geschichte mit der Apotheke ist gelogen. Ich bin irgendwann nach Hause gekommen und Jörg war mal wieder total schlecht drauf. Ich habe ihn nur gefragt, was los ist und da hat er mich direkt angeschrien und mich geschlagen. Und ich bin dann so hingefallen, dass ich mich im Gesicht verletzt habe und bin einfach nur noch in mein Zimmer gerannt. Irgendwann kam dann Mama auch nach Hause und sie hat direkt mit Jörg gestritten. Sie sind auch zu mir ins Zimmer gekommen und hat gesehen, wie ich da zusammengekauert gesessen habe. Dann ist sie zurück ins Wohnzimmer.
Sie konnte gar nicht anders. Sie hat einfach rot gesehen. Wir wären ihn noch nie losgeworden. Mama, sag doch auch mal was dazu. Ist es so gewesen, vorhin in ihre Tochter jetzt sagt? Ja. Als er sich an Anja vergriffen hat. Es war zu viel. Ich war wie ein Traum. Ich hab erst, als ich ihn getötet habe und das Messer in den Müllcontainer geschmissen hatte, da konnte ich wieder klar denken. Das war wie ein Trance. Ich habe danach die Polizei angerufen. Und haben Sie irgendetwas mit dem Anschlag auf Ihrem Schwager zu tun? Nein, das war ich gewesen. Allein. Er war genauso ein Schwein wie Jörg gewesen. Und das weiß ich von Tatjana. Und ich finde es sowas von schade, dass er jetzt noch lebt. Doch. Ich wollte nicht, dass meine Mutter ins Gefängnis geht. Und ich will auch nicht, dass jetzt Tatjana dafür verknackt wird. Thorsten, er hat deine Schwester blutig geschlagen. Ich konnte nicht anders, aber warum du? Warum? Warum willst du dir dein Leben zerstören? Du hast doch nur das eine Leben. Das gibt's doch nicht. Henning, in der Tat, das geht so nicht. Noch Anträge? Keine weiteren, Frau Vorsitzende. Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt Römer. Bundesgericht, die Tötung, die Angeklagte hier gestanden hat, ist als Mord angeklagt gewesen, und zwar wegen der Heimtücke. Denn wir haben die Tatbegehung gesehen, sie ist von hinten an ihn herangetreten, hat dann zugestochen. Das ist klassischer Fall der Heimtücke. Allerdings hat es hier einen Streit gegeben. Der alleine reicht meines Erachtens nicht aus, um es nur zu einem Totschlag werden zu lassen. Aber es ist Folgendes passiert. Es hat den Streit gegeben, er blieb im Sessel sitzen, und dann hat er mitbekommen, dass sie zu ihrer Tochter gegangen ist. Und er wusste, dass er ihre Tochter vorher blutig geschlagen hat. Und in dem Moment muss er wissen, ganz normale Reaktion, sie wird zurückkommen und es wird eine neue Konfrontation geben. Anders ist das überhaupt nicht denkbar. Und deshalb, wenn er dann ruhig sitzen bleibt, ist das keine Arglosigkeit, sondern in dem Fall muss man wirklich sagen, ist es Überheblichkeit nach dem Motto, du traust dich sowieso nicht mehr etwas anzutun. Deshalb plädiere ich hier auf Totschlag. Ich meine, dass eine Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren Tat und Schuld angemessen ist. Herr Rechtsanwalt Hönig. Es geht, Frau Vorsitzende. Ich stehe selbst noch unter dem Eindruck des gerade eben Erlebten. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als der Herr Staatsanwalt. Ich sehe hier zwar auch nur einen Totschlag, aber ich sehe sogar etwas ganz Besonderes. Dieses jahrelange Peinigen reicht für mich aus, einen minderschweren Fall anzunehmen. Das bedeutet, wir haben eine Strafrahmenverschiebung, die es tatsächlich trotz der Schwere der Tat nicht außer Betracht zu lassen lässt, ob man sich hier nicht die Frage stellen sollte, dass eine bewährungsfähige Strafe das Ergebnis sein sollte, nach allem, was hier vorgefallen ist. Deswegen beantrage ich, eine bewährungsfähige Strafe hier als mildes Urteil zu verhängen. Vielen Dank. Herr Decker, Sie können als Nebenkläger einen Antrag stellen. Fällt mir nicht viel sein, fehlen mir einfach die Worte. Ich weiß nur eins, diese Familie, die ist total krank. Krank. Sie haben das letzte Wort, Frau Henning. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Sie trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Nebenklägers. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss, der Haftbefehl wird aufgehoben. In Fluchtgefahr sehe ich bei dieser Strafhöhe jetzt nicht mehr. Frau Henning, Sie waren an sich auf dem richtigen Weg. Sie hatten Ihrem Lebensgefährten, als Sie mitbekommen haben, dass er nicht nur Sie schlägt, sondern auch nur Ihre Tochter, und gesagt, pack die Koffer. Sie kommen nach Hause und er versucht sich weiterhin hier auseinanderzusitzen, schlägt sie wieder. Nur, Frau Henning, in solchen Situationen muss man die Polizei rufen. Oder man packt selber zunächst einmal die Tochter und geht weg. Nur was Sie jetzt dann gemacht haben, das war eine richtig gehende Vernichtungsmaschine, wenn Sie so wollen. Sie nehmen sich das Messer, es war nicht irgendwie rumgelegen, sondern das ist dann richtig zielgerichtet. Es ist sehr knapp am Mord vorbeigegangen. Frau Henning, dann mit einer total anderen Strafe. Sie, Herr Decker, haben hier gesagt, diese Familie ist krank. Kann man sich so äußern? Sie hat falsch reagiert, der Sohn hat falsch reagiert. Und wie ist es mit Ihrer Familie? Wie ist es mit Ihrem Bruder gewesen, der anfängt, kaum ist er dort,
Terror auszuüben, sie zu beschimpfen, zu schlagen und dann hinterher, wenn es auch nicht weitergeht, dann kommt genauso auch noch die 16-jährige Tochter. Irgendwie steht sie im Weg und zack, bekommt sie derartig eine ans Kinn. Nur man kann, das muss ich immer den Frauen sagen, meistens ist es zu spät, wenn ich sie hier im Gerichtssaal habe. Trennt euch von solchen Männern. Nach dem ersten Schlag, weg damit. Diese Männer sind schwach. Und sie verwechseln Schlag mit Stärke. Das heißt, je mehr sie sich zurückziehen oder sie versuchen, alles recht zu machen, umso mehr wird Druck ausgeübt. Und ihre Schwester sagt, sie kennt es aus der Familie. Das heißt, sie kennen es auch. Sie werden das niemals ändern können, nur indem man sich von solchen Menschen trennt. Trennt Frau Henning rechtzeitig, nicht so spät, dass man selber in solche Situationen gerät und letztendlich auch noch der Sohn versucht, tja, Beweislage, die auf ihre Mutter deutete, irgendwie zu entkräften. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Thorsten, Sie sind auch noch nicht sehr alt. Aber es wird ein anderes Gericht zu entscheiden haben. So geht es auch nicht. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Thorsten Henning wurde wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Anja Henning wurde vom Jugendgericht wegen unartlicher Falschaussage zu 30 Arbeitsstunden in einem Tierheim verurteilt.